Können wir den Brief verkaufen? Nein. Hey, wir kriegen eh nichts hier, so gut wie. Aber hier gibt es Waffen zu kaufen, das gefällt mir. Ein Schwert. Und eine Keule. Da muss ich mal ganz kurz was nachsehen. Ich kann mir das nicht angucken. Nämlich, ich glaube, Keule levelt irgendwie... macht einen klüger, während das Schwert irgendwas anderes macht. So war das irgendwie. Aber ich weiß jetzt echt nicht mehr, wie das... wo ich das sehen kann. Steht nirgendwo. Ich kann leider auch nirgendwo hier scrollen oder sonst irgendeinen Mist machen. Geht leider nicht. Aber soweit ich mich noch erinnern kann, war Keule mehr Trefferpunkte bekommen. Schwert war irgendwas anderes. Wenn man Schwert auch leveln, bekommen wir auch was Neues bald, oder? Ach, da steht's ja. Schwert gibt's mehr Trefferpunkte. Nee, wo ist das? Das ist aber sehr... Also, Schwert levelt Stärke und Klugheit, Keule Trefferpunkte und Leben und Axt Trefferpunkte und Stärke. Also mit Schwert kriegen wir erstmal unsere... Was bringt denn die Klugheit eigentlich? Ob das mehr Mana bringt? Ich bin mir da nicht sicher. Keule. Keule an sich wäre ja schon praktisch. Ich würde sagen, wir leveln das Schwert einfach bis Level 6, wegen da oben. Da gibt es einen neuen Schlag. Der kann sogar gleich sagen, das ist der W-Schlag. Der macht auch massig Damage und... Ah, da gibt es auch noch einen starken Angriff. Ich glaube, das war so eine Schockwelle. Also erstmal das Schwert und dann die Keule leveln. Ein gutes Schwert haben wir eigentlich schon. Oder war es die Keule? Ich weiß es gerade nicht. Nee, wir haben eine gute Axt, so rum. Okay. Mir sind Trefferpunkte persönlich sehr, sehr wichtig. Nee, kaufen ist ja hier, stimmt. Trefferpunkte sind mir persönlich sehr wichtig. Ist ja mit der Keule vielleicht ein bisschen schneller als mit dem Schwert. Ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Ah, wir haben genug Gold. Komm, kauf. Was ist denn jetzt so? Ach so, geht das? Nee, pass auf, machen wir nicht. Kauf, wir haben... Mist. Warte mal. Wir müssen etwas verkaufen. Und zwar bei dem Merdenhändler. Was brauchen wir denn nicht? Plus 1 Lebenskraft. Kann ich auch gleich jetzt schon verwenden, oder nicht? Bleibt doch für immer, oder? Was hat das mir jetzt gebracht? Na egal, wir haben eben Platz jetzt mehr. Kaufen wir uns jetzt. Damit wir das Schwert leveln können. Da unten ist wieder so eine... Oh, so eine Kack-Avira-Werbung. Kommt jetzt am Tag immer so 3-4 Mal. Das ist echt sehr nervig. Gibt es hier vielleicht noch einen Lebtrank, den wir uns kaufen können? Sehr wichtig. Leider nein. Aber so ein Verbandskasten... Oh. Aber irgendwas wieder ausrüsten, verwenden. Oh, wir haben so viele Unnötiges. Moment. Denn wir haben hier so eine Tasche, da können wir ein paar Dinge reinpacken, die unnötig sind. Es tut mir zwar weh, den jetzt wechselt schon, aber er ist unnötig. Normalerweise ist der Geiststein auch unnötig, aber wir behalten ihn trotzdem einfach nur wegen Story und so. Haben wir die Sachen an? Ich glaube nicht. Können wir ja reinlegen. Ich weiß nicht, haben wir die... Ach doch, wir haben die Sachen an. Ach, Mist. Können die Sachen... Warum zeigen die Sachen an, die ich anhab?
So, jetzt noch mal rein. Verstauen. Holzstab brauche ich nicht. Muss ich eh nicht mehr zeigen. Kann ich jetzt auch verstauen? Gut. Das Schwert rüste ich mal schon aus, bevor wir das so irgendwie vergessen. Gut. Gut, ich wollte mir jetzt einen Verbandskasten kaufen. Genau. Den kann man nämlich... Pass auf, kaufen wir uns gleich mal zwei. Kann man nicht genug haben. Gerade Justin, weil der eigentlich immer am Ende noch am Leben ist, während die anderen tot sind. Was haben die denn zu erzählen? Gehst du in die neue Welt? Ich fahre nach Hause und Neuparm hat mir sehr gefehlt. Dann stammen sie also aus Neuparm. Dann sagen sie mir doch bitte, wie Neuparm so als Ort ist. Nein, Justin, das darfst du einen alten Mann nie fragen. Sag ich dir gerne. Alle Tage gehen strahlen die Sonne auf über den fröhlichen Abenteurern. Im Tanzcafé essen die Abenteurer zu Abend, sehen dabei die Darbieter. Darbietungen hübscher Tänzerinnen und erzählen. Wie sie. Ja, ich gehe da mal wieder. Nett hier. Sehr, sehr nett. Was macht denn der da unten? Hallo? Okay, für geheime Spielchen haben die halt so auch genug Zeit und so. Ein bisschen in sieben und... Entschuldigung, das wollte ich nicht. Der Besen ist mir aus Versehen umgefallen, dafür mache ich. So, damit habe ich wieder meine Sünde ausgeglichen. Gehen wir wieder runter. Und da ist jemand, hallo. Verehrter Passagier. Passagier. Hier sind die Mannschaftsunterkünfte. Bitte gehen Sie zurück in Ihre Kabine. Falls Sie sich langweilen, raten wir zu einem Besuch des Saloons oder einen Spaziergang oben an Deck. Ich danke Ihnen. Wie freundlich. Ich gehe wieder hoch. Ach, Justin. Irgendwie ist es nicht Asvari auf dem Schiff. Geh mal wieder. Wie ja schon gesagt. Entschuldigung. Oben ans Deck. Da besen wir noch ein Running Gag. Nee, oder? Puff, puff. Wieso ist Poe hier? Ich kann es nicht glauben, ob sie womöglich... ich schmeiß sie eigenhändig ins Wasser, wenn sie da ist. Zoe, wo bist du? Hey Leute, wie oft steht denn noch dieselbe Frage? Ich bin bei Justin. So ist es so. Hey Justin, was sagst du? Du kennst sie gar nicht. Wer ist das? Captain, schmeißen sie über Bord. Oh nein. Wir hatten noch nie einen kleinen blinden Passagier, aber die Regel der Seefahrt sind bindend. Hallo? Ich mag es nicht, Leute in eine Fass über Bord zu werfen. Dann lassen Sie sie aufhören. Wenn aber jemand die Regeln der Seefahrt spricht, haben wir keine Wahl. Was? Captain! Captain! Hey Junge! Ein blinder Passagier, vielleicht siehst du, wie sie über Bord geht. Kommen Sie, sagen Sie etwas nicht. Ich würde es auch nicht sehen, aber blinde Passagiere im Fass über Bord zu werfen, ist ein Gesetz auf See. Zu? Ah, Justin. Zu, warum musst du herkommen? Ohne dich macht es im Hahn keinen Spaß, Justin. Oh Gott. Da juckt sogar meine Nase. Ich möchte mit dir auf Abenteuer gehen, Justin. Und du kannst doch gar nichts ohne mich anfangen. Stimmt's, Justin? Natürlich nicht. Jetzt ist es eben so, Justin. Das Schiff fährt doch schon. Wir können nicht zurück nach Palm. Wir gehen auf Abenteuer. Du siehst es so, aber ich habe schon ein ganz schlechtes Gefühl. Wir gehen auf Abenteuer. Dein erstes Abenteuer kann unter See sein. Ich wünsche dir viel Spaß. Heute ist klares Wasser. Ja. Tschüssi, ne? Ich gehe da mal. Meine Kajüte. Captain, Mensch. Bist du Justin? Hast uns wirklich Probleme gemacht? Durch ein winzig kleines Mädchen, blinde Passagiere werden zur Strafe in einen Fass über Bord geworfen. Das ist ein Gottesgesetz. Vergebt ihr, so ist noch ein Kind. Ich werde aufpassen, dass sie so etwas nie wieder macht. Nein! Die Regel der Seefahrt zu brechen bedeutet den Fluch der Geister. Kommt, holt das Fass, werft ihn ins Meer. So, oh, wartet eine Sekunde.
Die sollen sich nicht so anstellen. Einer mehr auf einem großen Schiff tut etwas, Justin. Oh, du liebe Güte, du bist so unverschämt, so. So ein kleines Kind ins Meer zu werfen, ist doch grausam. Bitte, bitte verschonen Sie sie. Tja, es gibt eine Möglichkeit. Das Mädchen hat gesagt, du willst ein Abenteurer werden, ja? Ja, das stimmt. Ich werde der größte Abenteurer der Welt. Ich auch, ich auch. Abenteurer sind ja mit Matrosen vergleichbar. Vielleicht verfluchen sie Geister nicht. In Ordnung. Ihr seid Matrosen auf diesem Schiff? Was? So seid ihr blinde Passagiere, aber als Matrosen könnt ihr ja keine blinden Passagiere sein. Wie wäre das? Wollt ihr auf diesem Schiff arbeiten bis zur neuen Welt? Wenn ja, verschone ich das Mädchen. Ja. So, das wäre erledigt. Verliert dann seine zwei Schiffsführung. Verstanden? Ich habe verstanden. Ich werde auch Matrose. Hauptsache, ich bin bei Justin. Gut, bringt sie zu den Unterkünften. Ah ja, ihr Captain. Ihr beide könnt viel ausruhen. Ab morgen wird hart gearbeitet. Ich hasse dich so. Dankeschön, so. Dankeschön, Dankeschön. Ich wollte eine beruhigende Schifffahrt. Justin. Du merkst, ich bin fröhlich. Guten Morgen, Justin. Gut geschlafen? Nicht besonders. Ich konnte wegen diesen Zähneknirschen und Schnarchen nicht einschlafen. Ich bin auch noch verschlafen. Das Bett war klamm und feucht und gestunken. Zimbel werden. Halt du, jagige Klappe. Das wollte ich sagen. Es reicht, ihr Fessler als Matrosen. Wollt ihr den ganzen Tag verschlafen? Raus aus den Federn an die Arbeit. Da packen wir es an. Brr. Gut zu hören, ihr Festlandmatrosen. Bis jetzt wart ihr Passagiere, aber jetzt seid ihr Schiffsjungen. Denkt daran. Jawohl, jawohl. Der Auftrag für euch beide lautet Deckschrubben. Genauere Anweisungen erhaltet ihr an Deck. Jetzt gebe ich euch das hier. Kabinenschlüssel. Denkt daran, ihr müsst dienstfertig sein, wenn ein Passagier es verlangt. Kapiert? Gut, jetzt ab an Deck. Ich möchte speichern. Weil... Langsam tut mir echt der Rachen weh, weil man seine Stimme ein bisschen verstellen muss für die Stimmen. Also werde ich erstmal hier wieder mal eine Pause machen. Oh. Muss man ja mal kurz husten. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, oder? Auf dem Schiff. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.